Hallo und herzlich willkommen hier bei Grey Skies. Neues kleines Projekt. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Wir gucken aber auf jeden Fall erstmal in die Schwierigkeit normal hier rein. No one would have believed in the early years of the 21st century that this world was being watched by intelligences far greater than our own. Hä? That as men and women busied themselves about their various concerns, they observed and studied. Perhaps almost as narrowly as we, with a microscope, might observe the transient creatures that swarm and multiply in a drop of water. With infinite complacency, humanity went to and fro about this globe, serene in their assurance of their empire over matter. No one gave a thought to the other worlds of space as sources of human danger, or thought of them only to dismiss the idea of life upon them as impossible or improbable. Yet, across the gulf of space, minds that are to our minds, as ours are to those of the intellects vast and cool and unsympathetic, regarded our planet with envious eyes, and slowly and surely drew their plans against us. Da hatte ich kurz aus dem Bildschirm rausgeklickt. Ja, alles klar. Und immer wieder dieser schöne Bildschirm. Okay. 2 weeks earlier. Okay, ich will hoffen, dass das jetzt nicht unbedingt Copyright-Musik ist. Aber dann würde ich mal sagen, noch einmal hallo und herzlich willkommen hier bei Grey Skies, A Roar of the World Story. Ich werde... Da, Settings wollte ich eigentlich nochmal reingucken, vor allem wegen... Okay. Gut, okay. Ich dachte jetzt eigentlich eher so an Soundeinstellungen. Aber... Gibt's anscheinend nicht. Gut, toll. In meinem Soundboard konnte ich es leider auch nicht leiser stellen. Der übernimmt da die Einstellungen nicht. Also muss ich gucken, dass ich dann in der Videobearbeitung hinterher das alles so, ich sage jetzt mal, 6 bis 10 Dezibel runterschraube. Es tut mir also sehr doll leid, dass ihr wahrscheinlich schon alle euer Gehör verloren habt. Naja, ich continue mal. Ja, okay, dann kriegt man hier eigentlich also dieselbe Einstellung hier nochmal reingeblättert. So. Shop for milk, cereal and toilet roll. Natürlich, Toilettenpapier in der Apokalypse darf nicht... Okay. Die macht immer noch so ein, zwei Schritte, bevor ich, bevor sie stehen bleibt. Also ich halt jetzt nicht mehr die... Okay, alles klärchen.
Ein schönes Bild. Spontan hätte ich jetzt gesagt, ja, Mitteleuropa, Weserbergland sieht quasi genauso aus. Aber vermutlich befinden wir uns ganz woanders. Was haben wir denn hier? Speedwalker, okay. Wir gucken uns erstmal so ein bisschen um. Jet Assault, paar Schallplatten. Irgendwas, was man kennen sollte. Oh, Einhorn Dream, yay! Ich will sie haben. Was ist das hier? Ach, das ist wahrscheinlich so ein Spendentopf-Ding. Sowas. Oh, wo habe ich das denn das letzte Mal gesehen? Ich glaube, das letzte Mal gesehen habe ich sowas bei einem Tierpark oder Zoo oder sowas. Da packt man dann so sein Kleingeld auf so eine Rampe und dann rollt das hier im Kreis die ganze Zeit rein und wird halt bis zur Mitte hin immer schneller und fällt dann halt unten in diesen riesigen Behälter. Da werden halt Spendengelder mitgesammelt. Finde ich ganz nice. Hat mir immer sehr viel Spaß gemacht und außerdem kann man da sein ganzes Kleingeld, so die 1, 2, 5 Cent Münzen und all sowas kann man da drin loswerden, weil die ja sowieso immer nur das Cheesy Puffs, das Portemonnaie zustopfen. Soup. Was steht da? These Beans. Soft Toilet. Okay. Können ansprechen. Hallo. Hi, I'm Harper. Oh my. Fine. Gesprächig. I didn't want to talk to you anyway. Kann ich sonst irgendetwas? Rechte Maustaste kann ich ranzoomen. Hallo. Na? Gut. So, was gibt's hier sonst noch so? Fritten, Tiefkühlgemüse, Eiscreme, alles direkt nebeneinander. Ofenpizza. Die Regale wiederholen sich. Also große Auswahl hier gibt es anscheinend nicht. Hier ist nochmal so ein Spendentopf. Hauptsache Spenden sammeln. Oh, Dogfood. Ah, oh, süßer Hund. So ein süßer Hund. So ein süßer Hund. Ja, okay. Geschirr, Spül, Tabs, Katzenfutter. Gut. Auf jeden Fall sehr schön eingerichtet oder was auch immer. Gut sortierter Supermarkt. Hier noch ein paar Schokoriegel. Die guten Schwissel. Fruit Jellies. Die Schibbles. Diary Show. Was haben wir da sonst noch? Diary Show Big Bar. Oh, ich hätte jetzt auch Bock auf so einen schönen Schokoriegel. Ich stehe ja auch auf die, da ist ein Punkt. Oh, rennen kann ich auch, okay. Da komme ich aber nicht hin. Gut. Auf die Bounties. Von vielen gehasst. Aber ich mag sie. Mega Offer. Was steht da? 241 Savings. Okay. ATM. Kann ich hier noch irgendwie Geld mitnehmen? Nein, okay. An der Kasse scheint aber auch niemand zu stehen. Da hinten hatten wir doch noch einen Kreis. Okay. Hier ist zu. Dat Cola. Dat Cola. Oh, guck mal, Schlüssel. Office Key. Alles klar. Dann können wir hier auch einfach mal rein. Stört doch niemanden. Ich meine, ist ja keiner da, der uns irgendwie behindern könnte. Was haben wir denn hier sonst noch so rumstehen? Ein paar Dosen, eine dicke Taschenlampe. Steht auf der Dose was drauf? Ein großes E für Energy. Klasse. Dogfood. Hier halt noch die ganzen Lagerbestände. What? Due to the ongoing situation of... What? Covid? All employees... Wie aktuell ist dieses Spiel, bitte? Bitte was?
Ich hatte davon keine Ahnung. All employees are to wear masks at all times. Customers are not to be allowed in without wearing masks also. I know it sucks, but at least we are not being invaded by... okay, wieso trage ich dann keine Maske? Also das ist ja mal sehr interessant, das Cola. Dass das hier dann doch noch so aktuell gehalten wurde. Wahrscheinlich einfach so als kleines Gimmick oder so hinterher mit reingepatcht. Aber finde ich schon sehr witzig. Wir haben ein wunderschönes Spiegelbild. Ja, so funktionieren Spiegel. Aber ansonsten ist hier sonst auch nichts. Die Türen öffnen automatisch, sobald man einen Schlüssel in der Hosentasche hat. Das ist auch in Ordnung. Dann versuchen wir mal zu bezahlen. Hello? Hello? I'll leave the money here. I'm gonna be late. Ja, gut. Dann auf Wiedersehen, Laden, auf Wiedersehen, Frau, den ich mit mir sprechen wollte, ich gehe. Etwas rüber sprechen, damit nicht unbedingt Copyright-Sachen auftauchen können hier auf meinem Channel. Das wäre nicht so schön. Da hat man jemand gesehen. Im Hinterraum ist einer langgelaufen. Wenn ich mich nicht verguckt habe. Oh, da liegt sogar einer. Hello. Mord, Totschlag oder was ist da passiert? Hello. Oh. Britzel, Britzel. Da ist der Kassierer. Ich muss ein bisschen drüber sprechen hier, damit nicht unbedingt, wie gesagt, der Copyright Strike kommt wegen der Musik und ihr dann gar keinen Ton mehr habt. Deswegen versuche ich jetzt hier sinnvoll rüber zu brabbeln. Der Kassierer wurde gebritzelt und die Täter oder der Täter oder die Täterin sind entkommen. Vermute ich jetzt mal. Oh, guck mal, 2 Wochen hinterher der Flugzeugabsturz. Ja, das mit dem Brabbeln hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert. Ach ja. Hallo? Ich schwurbel so ein bisschen auf dem Fußboden rum. Oh, Kopfüber. Wir haben noch keinen Namen oder sonst irgendetwas hier bekommen von unserer Protagonistin. Ich finde es auch schön, dass ich Untertitel eingestellt hatte. Settings, Display, war das? Nein, Key, nein, General, Subtitles on, aber wir keine Subtitles bekommen. Hey. Och man, sobald man aus den Settings rauskommt, kriegt man erstmal wieder die Cutscene vorgespielt. Das kann doch nicht angehen. Ich entschuldige mich dafür. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum dieses Spiel nicht gerade positive Bewertungen bekommen hat, sondern eher so ausgeglichen im Steam-Shop unterwegs war. Aber naja. Dafür war es vergleichsweise günstig. Kann man sich während der Zeit wenigstens noch mal so ein bisschen trinken holen oder mal so ein bisschen was schnuggern, was naschen nebenbei. So. Okay, dann lasse ich die Finger von den Einstellungen. Ich meine, die bringen sowieso nichts. Kann ich hier an den Koffer? Nein, der Koffer interessiert mich anscheinend nicht. Desire fell
Oh, was ist das denn jetzt? Ich meine, schön, dass ihr jetzt okay, die man. Musik spielt. Sehr atmosphärisch, gefällt mir sehr gut. Nur ich habe halt keine Lust, dass hier irgendwelche Copyright-Verletzungen passieren. I can hear all the voices say. Wow. Also wie gesagt, nochmal, um auch ein bisschen darüber zu quasseln und leider die Stimmung dadurch ein bisschen kaputt zu machen, solltet ihr bei diesen Videos zu diesem Spiel irgendwelche Okay, ich versuche eigentlich zu rennen, aber dann geht sie nur runter. Also, wie gesagt, solltet ihr bei diesen Videos irgendwelche Werbungen geschaltet bekommen haben, die kommen nicht von mir. Ich habe grundsätzlich erstmal keine Werbung bei meinen Videos. Die sind dann geschaltet worden von dem, der die Rechte dafür beansprucht hat. Lord, please help. Thumbnails nebenbei mitnehmen. Eventuell. Ach Mann. Sehr schön. Also schön atmosphärisch, muss ich sagen. Nur, ich weiß nicht, so ein bisschen was fehlt mir hier. Aber auch nicht sagen, wir so wirklich, was mir da fehlt. Vielleicht so ein bisschen dieser Feinschliff. Hier hat sich auf jeden Fall jemand bzw. ein Studio viel Mühe gegeben. Nur dieser Feinschliff in manchen Sachen, sei es jetzt hier mit den Einstellungen, dass man dann von vorne beginnt, oder irgendwelche Texturschwierigkeiten oder sonst irgendetwas. Oder angefangen auch bei den Untertiteln. Da hätte man noch ein bisschen Arbeit reinstecken können.
First Aid, schön. Hold E to use the First Aid Kit. Habe ich jetzt verwendet, gut. Dann werden wir mal ein bisschen Hackengas geben, würde ich sagen. Und zwar rein in die nächste Cutscene, hätte ich jetzt gesagt. Hello? Okay, keine Cutscene, aber ein neues Gebiet. Dann würde ich aber mal sagen, dieses Gebiet schauen wir uns erst in der nächsten Folge an, wenn es dann wieder heißt Grey Skies. Bis dann.